Ein ganz herzliches Willkommen aus dem Stadion am Badeweiher. Gegner ist heute der VfB Hüls. In der Mannschaft selbst gibt es heute zwei kleine Änderungen. Felix Haas ist nach seiner Rotsperre heute wieder dabei in der Mannschaft. Und Kevin Christofiak darf für den angeschlagenen Patrick Bauder ran. Patrick sitzt heute erstmal auf der Bank. Für einen Spieler ist es heute ein etwas besonderes Spiel, unserem Torwart Torben Krol. Torben hatte vor einem halben Jahr seinen ersten Regionalliga-Einsatz für Rot-Weiß Oberhausen. Damals stand es 1:1 nach 90 Minuten. Ob es heute drei Punkte werden, das seht ihr gleich. Viel Spaß! Gegner heute ist der VfB Hüls. Wir kommen zum Faktencheck. Die Mannschaft von Martin Schmidt steht aktuell auf dem 18. Tabellenplatz mit 35 Punkten und 41:62 Toren. Insgesamt verließ die Truppe 10 Mal den Platz als Sieger, 5 Mal mit einem Unentschieden und 18 Mal als Verlierer. Das letzte Spiel ging gegen Velber 3:1 verloren. Zuvor konnten aber Siege gegen Fortuna Düsseldorf 2 und Bergisch Gladbach eingefahren werden. Nicht zu vergessen der 5:0-Sieg zu Hause gegen Rot-Weiß Essen. In diesem Spiel traf ein Spieler gleich dreifach und hat mittlerweile 16 Saisontore auf dem Konto. Die Rede ist von Stürmer Christian Erwig, auf den man heute besonders aufpassen muss. Unsere Mannschaft ist aber top vorbereitet und motiviert, sodass den drei Punkten heute nichts im Wege steht. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit der Zusammenfassung. Thank you.
Ja, in der 52. Spielminute ist der Gast aus RWO mit 1:0 geführt in einem Torschuss zu Rang Nummer 21. In der 76. Spielminute ein weiterer Wechsel bei RWO. Aus dem Spiel Nummer 10 Mike Terranova, dafür neu im Spiel die 20 Michael Smicak. In der 77. Spielminute geht der Gast aus RWO in Oh, Mauser! Oh, Mauser!
Fulminanter 3:1 gegen VfB Hüls. Bei mir Marcel Landers. Marcel, verdienter Auswärtssieg heute, oder? Ja, ich denke aufgrund der zweiten Halbzeit hochverdient. Wir haben sehr viel investiert und ich glaube uns am Ende richtig belohnt. Hätte in der zweiten Halbzeit schon viel früher eigentlich das 2-0 machen müssen, denn durch das 1-1 seid ihr so ein bisschen immer so eine Schlinger gekommen, oder? Ja, was heißt machen müssen? Natürlich wollen wir das zweite dann unbedingt nachlegen. Ist natürlich alles nicht so einfach. Wie wir das Gegentor kriegen, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, so ein langer Ball. Aber ich glaube, wir waren überlegen in der zweiten Halbzeit, haben die Ruhe behalten. Ja, und dann noch zwei schöne Tore gemacht. Peter Kunkel sagt, in der letzten Pressekonferenz aus den nächsten 5 Spielen sollte noch ein Dreier sein, dann wären wir ja durch. Jetzt habt ihr den Dreier im ersten Spiel direkt geholt. Umso befreiter geht man in die nächsten Spiele, oder? Ja, natürlich. Ich weiß, rechnerisch ist da, glaube ich, natürlich immer noch nicht alles entschieden, aber ich glaube, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. Aber wir wollen für unsere Zuschauer spielen, wir wollen für uns spielen, natürlich auch noch ein bisschen für unser Portemonnaie. Und ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Danke dir. Ja, bei mir Patrick Bauder. Patrick kam auch erst später rein wie Michael und war doch entscheidend daran beteiligt, dass wir heute als Sieger vom Platz gehen. Gutes Gefühl heute bei dir? Ja, auf jeden Fall, dass ich 3-1 machen konnte. Freut mich natürlich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Und ja, ich denke, die 3 Punkte waren ganz wichtig jetzt hier gegen Hüls. Und gucken, dass wir noch die anderen Spiele gewinnen und dann passt das. Danke dir. Ja, das Spiel habe ich ganz schön mitgenommen, weil es stand sehr viel auf dem Spiel für uns. Und ich habe aber trotzdem gute Laune, einmal weil wir das Spiel gewonnen haben und auch weil ich gerne hier bin. Und ich habe vorher mit dem Horst Amstetter mal gesprochen und er sagte mir dann, denk dran, du hast noch nie gewonnen mit irgendeiner Mannschaft. Stimmte zwar nicht ganz, weil ich hätte mit Spelder 4-mal gewonnen, aber sonst hat er recht gehabt. Meistens bin ich nach Hause gefahren mit wenig Punkten im Gepäck. Und heute war ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Es war ein 6-Punkte-Spiel. Ich sage, in der ersten Halbzeit sind wir doch ziemlich nervös gewesen. Hatten uns das ganz anders vorgestellt, wollten mehr in die Zweikämpfe kommen, wollten schon Druck machen. Aber der VfB Hüls hat mehr investiert in der ersten Halbzeit. Und hatte ein bisschen mehr Ballbesitz und ich denke mal aber auch keine richtigen Torschance, genauso wie wir auch. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, da haben wir die Tore, haben wir ein bisschen mehr investiert und die Tore auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und ich denke mal, der Sieg geht auch okay, wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, weil in der zweiten Halbzeit haben wir auch noch etliche Konterchancen gehabt, weil Hüls auch aufmachen musste. Und im Grunde genommen ist es mir aber auch letztlich egal. Ich denke mal, wie gesagt, das war ein Riesenschritt. Und wir genießen das jetzt, wir freuen uns und wir fahren jetzt mit guter Laune nach Hause. Danke. Absolut verdienter 3:1 Auswärtssieg beim VfB Hüls. Mir und unserem Team geht es so. Wir sind total erleichtert. Nächsten Mittwoch geht schon weiter. Heimspiel gegen Lotte. Denkt an unsere Facebook-Seite facebook.com/rwoberhausen. Wir halten euch hier auf dem Laufenden und auch das Magazin findet ihr natürlich noch vor dem nächsten Heimspiel. Ciao.